ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Wie gespalten unser Land im Streit um die Flüchtlingspolitik ist, das lässt sich momentan gut in einer Stadt in Brandenburg beobachten. Cottbus nahm in den vergangenen Monaten viele Flüchtlinge auf, seine Integrationsprojekte galten als beispielhaft. Doch seit es wiederholt zu Gewalt zwischen Flüchtlingen und Einheimischen kam, ist alles anders. Viele Cottbusser gingen heute auf die Straße, weil sie die Faxen dicke haben von einer ihrer Meinung nach zu großzügigen Flüchtlingspolitik. Viele ihrer Mitbürger wiederum haben die Nase voll von fremdenfeindlichen Parolen und davon, dass ihr Cottbus immer mehr in Verruf gerät. Aus einer zerrissenen Stadt berichtet Thomas Bittner. Datteln gegen die Angst, Rosen gegen den Hass. Vor 2 Jahren kam Mohammed Schah aus Syrien hierher. Der 20-Jährige will nicht, dass Cottbusser Angst vor ihm haben. Wir zeigen, diese Angst muss einfach weg. Diese kleine Gruppe macht uns nicht fertig, diese Integration zwischen uns und zwischen Deutschen. Diese kleine Gruppe. Er meint junge Migranten, die mit Messerattacken für Unsicherheit sorgten. Es gab Gewalt von und gegen Migranten mitten in Cottbus. Seit Tagen patrouilliert die Polizei verstärkt. Mohammed hat mit Freunden die Demo angemeldet. Mehr als 1000 Menschen kommen in die Cottbusser Innenstadt. Wir brauchen eine Ermutigung im Alltag, da in den Arbeitsstätten, an den Universitäten und Schulen und auch in den Kirchen, dass man deutlich macht, wir brauchen auch miteinander. Als ich hier gekommen bin, habe ich mich halt sehr gefreut, dass hier ganz, ganz viele Deutsche sind. Und da habe ich mich halt auch sehr stark gefühlt, dass wenigstens welche hinter uns stehen. Hans-Christoph Berndt steht abseits. Näher ran will er auch nicht. Sein Verein Zukunft Heimat steht für das andere Gesicht der Stadt. Er nennt die Anti-Hass-Demonstranten eine traurige, bunte Truppe. Zu ihm kommen 3-mal so viel. Hier will man kein Miteinander. Hier steht das Trennende im Vordergrund. Seit die Spannungen in der Cottbusser City wachsen, hat das rechtsorientierte Bündnis Zulauf. Mancher Cottbusser will einfach nur die Ruhe zurück. Dass wir unter uns bleiben, weil der Islam passt nicht zu uns. Es ist einfach so. Die Lösung wäre, es kommen so viele junge Menschen von dort rüber, die können noch dort eigentlich ihr Land jetzt wieder mit aufbauen. Es klingt unversöhnlich, was laut über den Platz vor der größten Kirche der Stadt hallt. Der Umbau unseres deutschen Staatsvolkes zu einer multikulturellen, multikriminellen und unsolidarischen Gesellschaft hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Lutz Bachmann, das Gesicht der islamfeindlichen Dresdner Pegida-Demos, ist auch da. Längst gibt es den Schulterschluss. Cottbus, der neue Hotspot für rechten Protest. An diesem kalten Wintertag kommen aus der Stadt 2 gegensätzliche Botschaften. Wie schafft es Nordkoreas Diktator Kim Jong-un eigentlich, sein Atomprogramm voranzutreiben? Wie gelingt es einem Land, das doch seit Jahren mit weitreichenden Sanktionen belegt ist, genügend Material ins Land zu schaffen, um nukleare Sprengköpfe und interkontinentale Raketen zu entwickeln? Nun, die Antwort ist laut einem neuen Bericht der Vereinten Nationen einfach: durch Umgehung internationaler Sanktionen und durch illegale Geschäfte. Zudem, wie Klaus Scherer in einer neuen Dokumentation über das Regime aufzeigt, bedient sich Kim Jong-un dafür auch der nordkoreanischen Botschaft in Berlin. So flogen sie zuletzt durch die Weltnachrichten, die Raketen Kim Jong-uns. Dass Nordkorea sie alleine baut, ist zweifelhaft, doch wo sind die Helfer? Offenbar auch in Kims Berliner Botschaft. Der Verfassungsschutz bestätigt Fälle mutmaßlicher Produktbeschaffung für Kims Raketen- und Atomprogramm. Wir müssen davon ausgehen, dass das, was Nordkorea für das Trägerprogramm gekauft hat, über andere Märkte erworben wurde oder durch Schattenkäufer oder Schattenunternehmen im Ausland, die es eben in Deutschland dann erworben haben. In Raketenteilen, die Südkorea aus dem Meer fischte, fanden sich viele Überraschungen, sagt ein Ex-Mitglied des UN-Sanktionskomitees. Wir sehen da Bestandteile aus Großbritannien, der früheren Sowjetunion, der Schweiz, China, den USA, Südkorea, also auch Länder mit rigiden Exportkontrollen, alle überlistet. Auch hinter Plänen sind Kims Agenten her. Hier gehen 2 von ihnen ukrainischen Fahndern in die Falle. Sie hatten Dokumente zur Treibstoffzufuhr in neueren Raketen gesucht.
Auf Details zu solchen Fällen sind auch die UNO-Ermittler angewiesen. Umso erstaunlicher dieser Vorwurf an die Deutschen. Wir haben die deutsche Regierung angefragt, nach welchen Technologien die Nordkoreaner von Berlin aussuchten, aber wir bekamen nie eine Antwort. Das Bundesamt kontert, man nehme Bedrohung und Sanktionskontrolle sehr ernst. Der Opposition ist das zu unkonkret. Wenn das Sanktionskomitee, das das überwachen soll, den Eindruck hat, dass das vielleicht nicht ausreichend überwacht und kontrolliert wird, dann ist das natürlich ein politischer Hammer. Das darf nicht sein. Ich hoffe, das ist auch nicht so, aber ein solcher Vorwurf muss natürlich ausgeräumt werden. Dabei geht es nicht allein um Raketen. Der bisher letzte Berliner Verdachtsfall betraf Kims Chemiewaffenprogramm. Die ganze Dokumentation Nervenkrieg um Nordkorea sehen Sie am Montag hier im Ersten um 22.45 Uhr direkt nach den Tagesthemen. In denen es vermutlich immer noch um das gehen wird, worum heute weiter gerungen wurde, einen neuen Koalitionsvertrag. Und damit beginnen auch die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder. In verschiedenen Gruppen saßen die Unterhändler von Union und SPD den ganzen Tag über zusammen. Zuletzt ging es um das Thema Wohnen und Mieten. Bereits vereinbart wurden Klimaziele für Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude. Strittig sind noch die befristeten Arbeitsverträge und die Gesundheitspolitik. Die Parteien hatten sich das Ziel gesetzt, den Koalitionsvertrag an diesem Wochenende auszuformulieren. Eine Verlängerung bis spätestens Dienstag ist aber noch möglich. In London und anderen britischen Städten haben Zehntausende Menschen für eine bessere Finanzausstattung des Gesundheitssystems demonstriert. In Großbritannien werden medizinische Leistungen aus Steuern finanziert. In der Kampagne für den Brexit war mit dem Argument geworben worden, der Wegfall von Zahlungen an die EU würde dem Gesundheitssystem zugutekommen. Das wurde inzwischen durch mehrere Studien widerlegt. In der syrischen Provinz Idlib haben Rebellen einen russischen Militärjet abgeschossen. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, konnte sich der Pilot zwar mit dem Fallschirm retten, wurde aber dann in einem Kampf getötet. Bei einem späteren Angriff seien 30 Rebellen ums Leben gekommen. Die US-Regierung von Präsident Trump will einige ihrer Atomwaffen durch kleinere Sprengköpfe ersetzen. Zur Begründung erklärte das Verteidigungsministerium, solche kleineren Waffen seien für die Abschreckung wichtig. Denn bei den bestehenden strategischen Atomwaffen rechne niemand damit, dass sie wirklich eingesetzt würden. Die Abschreckung richte sich in erster Linie gegen Russland sowie gegen Nordkorea und China. Der Schauspieler Rolf Zacher ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er spielte meist Ganoven und gebrochene Charaktere, etwa in der Reihe Tatort, in Fassbinders Verfilmung von Döblins Berlin-Alexanderplatz und in Endstation Freiheit, wofür er den Bundesfilmpreis erhielt. Außerdem lieh Zacher als Synchronsprecher seine Stimme unter anderem Nicolas Cage und Robert De Niro. Im Norden Guatemalas haben Forscher Überreste riesiger Maya-Stätten entdeckt. Dank einer speziellen Laservermessungstechnik konnten die Archäologen unter den Wäldern mehr als 60.000 bislang unbekannte Häuser, Paläste, Straßen und andere Bauwerke ausmachen. Das meldet das US-Magazin National Geographic. Dieses Computermodell des Fundes legt nahe, dass die Maya-Bevölkerung 2- bis 3-mal größer war als bislang angenommen. Er war das Chamäleon des Pop, der Mann mit den vielen Gesichtern, der sich im Laufe seiner langen Karriere immer wieder neu erfand. Als Musiker und als Modeikone von seinen Fans verehrt, wurde David Robert Jones aus London zu Lebzeiten schon zur Legende. Vor 2 Jahren ist David Bowie, wie er sich nannte, gestorben. Zu seinem Vermächtnis gehört neben seinen unsterblichen Songs auch ein Musical. Lazarus war eines der letzten Werke, die er noch kurz vor seinem Tod vollenden konnte. Heute Abend war Deutschlandpremiere in Düsseldorf. Antraut Kordes-Strehle hat es sich vorab schon mal angeschaut. Look up here, I'm in heaven. David Bowie wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, als er diese Zeilen schrieb. Doch Inszenierungen waren nun mal sein Leben. Und so sollte es ein ganzes Musical sein, mit dem er als Künstler Abschied nahm von seinem Leben. Es ist ein,
ein einerseits poetisches und gleichzeitig depressives Spektakel von einem Menschen mit viel Glamour und viel Zweifeln. Lazarus knüpft an einen Film an, Der Mann, der vom Himmel fiel. Bowie spielte darin den außerirdischen Newton, der auf die Erde kommt. In Lazarus ist Newton immer noch da. Er begegnet Traumfiguren, unter anderem einem Todesengel. Die Szenen nur Fragmente, eine Reise in Newtons Kopf. Manches im Düsseldorfer Schauspielhaus ist recht schräg für ein Musical. Glauben Sie, David Bowie hätte jetzt irgendwie König der Löwen geschrieben oder sowas? Das könnte nicht sein. Hans-Peter Dahl verkörpert Bowies alter Ego. Er ähnelt dem Musiker sehr, dem Mann, der für ihn ein großer Künstler war, aber kein Denkmal ist. Ja, das ist eigentlich nicht so wie ein Denkmal. Das ist ja auch ein Mensch, der hat ja auch immer selber gesagt, ich bin kein Stern, ich arbeite nur sehr hart. Kein Wunder, dass so viele seiner Songs zu Hits und echten Klassikern wurden. Das Musical ist voll davon. Während ich daran gearbeitet habe, habe ich oft gedacht, der David Bowie sitzt auf einer Wolke und schaut mir zu und ich würde es gerne so machen, dass der damit zufrieden ist. Dass Lazarus jetzt auch in Deutschland aufgeführt wird, darüber wäre David Bowie bestimmt glücklich. Ausgerechnet zur Premiere des Musicals Lazarus wurden Vorwürfe gegen den Regisseur Matthias Hartmann laut. In einem offenen Brief klagten Mitarbeiter des Wiener Burgtheaters Hartmann an, sich während seiner Zeit als Intendant dort sexistisch und rassistisch gegenüber Schauspielern und anderen Beschäftigten geäußert und eine, Zitat, Atmosphäre der Angst geschaffen zu haben. Hartmann bestätigte einige der ihm vorgeworfenen Zitate, wehrte sich aber gegen den Vorwurf, sie sexistisch oder rassistisch gemeint zu haben und sprach von einem, Zitat, gezielten Angriff auf die Musical-Premiere. Und damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga schreiben wir den 21. Spieltag und wer Meister ist, das wird ja schon im Grunde klar sein für die meisten, aber im Abstiegskampf, da gibt es noch einige Fragezeichen und Werder Bremen setzte da heute ein Ausrufezeichen, Ocker Gundel. Ja, allerdings. Zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag hat Werder Bremen die Abstiegszone wieder verlassen. Hurra, werden die Bremer schreien. Und zwar richtig laut, vor allem, wenn sie noch mal darüber nachdenken, wie denn dieser Auswärtssieg auf Schalke zustande gekommen ist. Werder lag zurück, Schalke war eindeutig der Favorit. Und dennoch gab es ein grün-weißes Happy End, wobei die Betonung auf Happy und End liegt. Okay, es war ein dreckiger Sieg für Werder. Durch Junuzovic mit der allerletzten Aktion glücklich und auch überraschend. Doch genau so einen Erfolg hatte sich Bremens Trainer Kohlfeld seit Wochen gewünscht. Sowas haben wir einfach jetzt auch gebraucht, ne? Aber da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Das wird nicht jede Woche so kommen. Jetzt haben wir es mal uns über die letzten Wochen aus meiner Sicht auch wirklich verdient. Lange verläuft die Partie ohne Höhepunkte. Doch dann entscheiden sich die Torhüter, diesem Spiel ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Zunächst lässt Werders Pavlenka einen harmlosen Schuss von Konopianka ins Tor kullern. Doch Schalkes Fährmann will dem nicht nachstehen. 11 Minuten vor Schluss legt er für die Bremer auf. Kruse gelingt der Ausgleich. Kurz zuvor hatte Schalkes Nastasic gelb-rot gesehen nach dieser Attacke gegen Belfodil. Dennoch boten sich den Gastgebern etliche Chancen, das 2:0 zu erzielen, wie hier durch Piazza. Bitter also fühlt sich das 1:2 für Schalke an, aber... Ich glaube, es werden noch wieder andere Tage kommen, wo man dann auch mal so die dreckigen Siege wieder feiert. Das gehört einfach zu unserem Lernprozess dazu. Ja, der dreckige Sieg. Der Verlierer bekommt ihn, um zu lernen, und der Sieger, der nutzt ihn, um richtig sauber zu jubeln. Ja, und gejubelt wurde wie fast immer auch an diesem Samstagnachmittag bei den Bayern. Diesmal gab es einen 2:0 Auswärtssieg in Mainz zu feiern und den Ausbau der Tabellenführung. Mainz dagegen rutscht rein in die Abstiegszone. Das war sicher keine Glanzleistung des Branchenprimus heute, aber unterm Strich eben doch ein kontrollierter und souveräner Sieg. Am Ende sieht es mal wieder so aus. Bayern jubelt, der Gegner verzweifelt. Ich glaube, wir hatten die Bayern heute schon da, dass sie wirklich an ihre Grenze gehen mussten. Und sie waren auch
Ja, genervt von uns. Obwohl wir nie unfair waren, waren wir sehr aggressiv. Ja, wir sind manchmal ein bisschen fahrlässig, das stimmt schon. Also das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall noch verbessern müssen, wenn es dann eben gegen Mannschaften geht, die das zu 100% bestrafen. Heute war es ja auch zwei, dreimal echt eng. Da haben wir dann Glück gehabt. Die Münchner in Blau haben in der ersten Hälfte zwei Chancen und machen zwei Tore. Franck Ribéry's Ball findet seinen Weg durch Freund und Feind ins Netz. 33. Minute. Und in der 44. Minute steht James frei und veredelt die Flanke von Tolisso zur 2:0-Führung. Aber das Ergebnis täuscht ein wenig, denn die Bayern sind keineswegs souverän. Die Mainzer spielen auch in der zweiten Hälfte mutig mit, versäumen es aber, ihre vielen guten Chancen zu nutzen. Erst scheitert Quaison an Ulreich und dann verzieht er knapp. Die Mainzer belohnen sich nicht für ihre starke Leistung und rutschen ab auf einen Relegationsplatz. Die Bayern bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Und das hier sind die weiteren Ergebnisse. Hertha Hoffenheim 1:1, Freiburg gegen Leverkusen torlos. Wolfsburg gegen Stuttgart ebenfalls 1:1, Borussia Mönchengladbach verliert gegen Leipzig mit 0:1. Bereits gestern unterlag Köln Dortmund mit 2:3. Morgen dann noch Augsburg gegen Frankfurt und der HSV spielt im Nordderby gegen Hannover. Die Tabelle, die Bayern auf dem Weg zum nächsten Titel, jetzt 18 Punkte vor Leverkusen. Frankfurt könnte morgen auf Platz 2 vorrücken. Leipzig Dritter vor Dortmund und Schalke, Mönchengladbach auf Platz 7. Die zweite Hälfte, Hertha auf Rang 10. Werder verlässt die Abstiegszone, dort aktuell Mainz, der HSV und Köln. Und damit sind wir beim Tennis. Das deutsche Davis Cup Team führt in und gegen Australien nach dem zweiten Tag mit 2:1. Im Doppel setzten sich Tim Pütz und Jan-Lennard Struff knapp in 5 Sätzen durch. Jetzt können die Deutschen mit einem Sieg bei den beiden noch ausstehenden Einzeln morgen den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Jubel über Rang 2. Dabei hatte Richard Freitag in Willingen seinen 4. Saisonsieg vor 20.000 Zuschauern nur knapp verpasst. Beim Weltcup-Springen auf der Mühlenkopfschanze flog der 26-Jährige auf 149,5 und 141,5 Meter, sicherte sich mit Rang 2 den 8. Podestplatz in der laufenden Saison. Umgerechnet nur 44 cm weiter flog der Norweger Daniel André Tande. Hinter Tande und Freitag landete der Pole Kubacki auf Rang 3. Auch für Vorjahressieger Andreas Wellinger lief der Wettkampf gut, der 22-Jährige zufrieden mit dem 5. Rang. Im Gesamtweltcup liegt Wellinger auf Rang 3. Freitag baute seine Führung dort aus. Beide blicken optimistisch auf die Olympia-Generalprobe morgen Vormittag. Ja, und ab nächster Woche dreht sich dann für die Wintersportler alles um die 5 Ringe. Hier geht's wie jeden Samstagabend um die 6 richtigen. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 5, 9, 13, 20, 39, 48. Die Superzahl ist die 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und um ARD-Text ab Tafel 580. Ja, und weniger Glück hat jedenfalls, wer es lieber warm mag. Denn Claudia Kleinert, beim Wetter, da wird es eher kalt. Ja, Ingo, da purzeln die Zahlen. Auf der anderen Seite gehen sie hoch, nämlich was die Sonnenstunden angeht. Das wird den einen oder anderen dann vielleicht auch freuen. Denn die nächsten Tage kommt deutlich mehr Sonne, auch wenn es vor allem Mitte nächster Woche dann sehr kalt wird. Aber Sie sehen es, Hamburg beispielsweise Dienstag 4 Stunden, Mittwoch 5 Stunden Sonnenschein. In Stuttgart morgen ziemlich trüb, danach aber jeweils 5 Stunden Sonne. Und Leipzig morgen verbreitet nochmal ein trüber Tag. Dann Montag 4 Stunden und danach 7 Stunden von maximal 9 möglich. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das heißt, es gibt ruhiges Winterwetter, kalt, aber sonnig. Die Nacht bringt noch mal Schneefall. Zum Teil gibt es auch gefrierende Nässe oder so leichten gefrierenden Sprühregen. Gerade eben zum Beispiel rund um Hannover kann noch mal kräftigere Schneeschauer geben. Dementsprechend auch Glättegefahr durch gefrierende Nässe, durch den Schnee. Denn die Temperaturen sinken verbreitet auf Werte zwischen -1 und -6 Grad, 1 Grad plus den Rhein entlang oder 0 Grad an der Nordsee. Morgen Vormittag dann immer mal wieder Schneeschauer zwischendrin, aber auch sonnige Abschnitte. So beispielsweise im äußersten Süden und auch von Nordrhein-Westfalen rüber bis zur Uckermark.
Im Laufe des Nachmittags dann, vor allem im Stau der Mittelgebirge, ab und zu noch so ein bisschen Schneefall. Insgesamt kann es überall ein paar Flocken geben, aber auch längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen schaffen es morgen Nachmittag dann in der Mitte Deutschlands meist schon im Dauerfrostbereich auf minus 1 Grad, sonst 1 bis 6 Grad. Der Wind dazu kommt meist schwach aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen. An der Nordsee aber ist er frisch bis stark. Und danach kehrt Ruhe ein. Ein paar Flocken noch an der Ostsee am Montag, sonst nach Süden hin viel Sonne, genauso wie auch Dienstag, da dann auch über der Mitte Deutschlands häufige sonnige Abschnitte, nur im Norden hängen noch ein paar kompaktere Wolken. Und nach ziemlich kalter Nacht mit minus 5 bis minus 9 Grad wird es dann tagsüber gerade mal noch so minus 4 bis 1 Grad plus geben. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier folgt jetzt im Ersten das Wort zum Sonntag und anschließend empfehle ich den Spielfilm Brügge sehen und sterben. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da und dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ihnen noch eine gute Nacht. Tschüss.